Herzlich willkommen zurück im Weißen Saal. Es freut mich ganz herzlich, dass wir Judith Beles, die Nationalrätin der GLP und Geschäftsführerin des Wirtschaftsverbands WIKO, für die Keynote begrüßen dürfen. Judith, die Bühne ist dir. Geschätzte Damen und Herren, liebe Gäste, ich bin heute hier, weil diese geplante EU-Chat-Kontrolle meiner Meinung nach einer der größten Eingriffe, wenn nicht sogar der größte Eingriff in unsere persönliche Freiheit ist, unserer modernen Geschichte. Aber lassen Sie mich zunächst vorstellen. Mein Name ist Judith Beles, ich bin Nationalrätin für die Grünliberale Partei, Mitglied der Rechtskommission. Beruflich, und das ist auch die Offenlegung meiner Interessensbindungen, bin ich die Geschäftsführerin von SWIKO. SWIKO ist der Wirtschaftsverband der ICT-Industrie. Wir vereinen unter unserem Dach 750 Unternehmen der Industrie, mitunter natürlich auch Chat-Anbieter. Ich habe zwei Kinder, Teenager. Wieso das wichtig ist, werden wir noch sehen. Und ich habe, wie ihr alle heute, nichts zu verbergen. Worum geht es überhaupt? Ich fange mit einer Auslegeordnung an, die fällt sehr, sehr sachlich aus, und danach gehe ich zur Einordnung. Die EU-Chat-Kontrolle heißt ja gar nicht Chat-Kontrolle, sondern diese Vorlage heißt Regulation Proposal on CSAM. Das steht für Child Sexual Abuse Material. Und das ist das Ziel der Regulierung, das Schutzgut. Es geht um die Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Die Verordnung finden Sie unter diesem Link. Für den Fall, dass Sie sich wirklich intensiv damit befassen wollen, unter diesem Link finden Sie die Übersetzung der Vorlage in allen europäischen Sprachen, können Sie abfotografieren. Ein Warnhinweis, es ist ein 150-seitiges Dokument. Ich hoffe, Sie haben da ein bisschen Appetit dafür. Das Why, wieso braucht es diese Regulierung überhaupt? Das ist ja das Wesentliche, wir brauchen einen Grund. Weil Material über sexuellen Kindesmissbrauch ein Produkt ist des körperlichen Missbrauchs von Kindern. Das leuchtet absolut ein. Es muss aufgedeckt werden, damit es nicht weiter verbreitet wird. Und natürlich auf digitalen Kanälen wird es sehr einfach und auch sehr schnell virulent. Die EU will einheitliche Vorschriften für die ganze Union, damit es nicht zur Fragmentierung kommt von einem Staat zum anderen. Und mit dem Mittel der Verordnung wird es auch unmittelbar anwendbar. Das heißt, die einzelnen Unionsstaaten müssten die Vorgaben nicht in Staatsrecht übersetzen, sondern es gilt automatisch für alle. Analoges hatten wir schon beim DSA beispielsweise. Wer wird erfasst? Wer ist der Adressat dieser Chat-Kontrolle? Das sind also nicht die Täter oder die Tatverdächtigen. Es geht hier nicht um materielles Recht. Die Adressaten sind die Anbieter Messenger-Dienste. Also es geht auch um Anbieter von Hosting-Diensten. Mein Fokus liegt heute aber auf der Chat-Kontrolle. Also die Anbieter sämtlicher Messenger-Dienste. Das kann ein WhatsApp sein oder ein Signal. Das können aber auch die Messenger-Dienste sein auf Social Media. Instagram hat das, Facebook hat das. Aber natürlich auch E-Mail. Also es geht wirklich um die interpersonelle Kommunikation auf digitalen Kanälen. Und betroffen sind auch Drittstaaten, beispielsweise die Schweiz, wenn diese Anbieter auch in der EU tätig sind. Mir ist kein Chat-Messenger oder irgendein Anbieter von interpersonalen Kommunikation bekannt, der ausschließlich territorial tätig ist. Das ist ja überhaupt der Sinn dieser Messenger-Dienste, dass sie ja grenzüberschreitend tätig sind. Ich wüsste auch gar nicht, wie das zu umgehen wäre, denn
selbst ein territorialer Dienst, also wenn ich dann in die EU, in die Ferien ginge, dann wäre das ja auch erfasst. Also meines Erachtens, in meinem Verständnis sind sämtliche Chat-Anbieter auf der ganzen Welt faktisch betroffen von dieser EU-Chat-Kontrolle. Wir haben jetzt das Subjekt eruiert, jetzt geht es darum, was muss da reguliert werden. Es geht um die Pflicht zur Aufdeckung, Meldung, Sperrung und Entfernung von Material über sexuellen Kindesmissbrauch. Also hauptsächlich Bildmaterial, es kann natürlich auch anderes Material sein. Und zwar geht es um bestätigtes Material, also wo offensichtlich ist, dass da eine Tat aufgenommen oder bildlich gestellt wird über sexuellen Missbrauch, aber auch neues, wahrscheinliches Material, das potenziell missbräuchlich ist. Hier sehen Sie langsam, wird es ein Grenzfall. Und dann ganz, ganz wichtig, erfasst ist auch Grooming. Grooming in Deutsch geht es um die Anbahnung sexueller Kontakte. Also man nimmt Kontakt auf mit einem Kind oder einem Jugendlichen in der Absicht, eine sexuelle Handlung mit ihm oder an ihm vorzunehmen. Erfasst wird also der Vorsatz, die Absicht. Da ist noch nichts passiert, da gibt es auch noch kein Material. Es geht um die Anbahnung, die Aufnahme des Kontakts mit einer Absicht. Wie funktioniert jetzt die Chatkontrolle? Sie ist zweistufig. Wenn Sie in der Presse vielleicht gelesen haben, dieses zweistufig, das ist ja nicht problematisch, es gibt zwei Stufen, dann ist die eine Stufe, geht es um den Anbieter selbst und danach um die Interaktion mit staatlichen Behörden. Es geht aber nicht um einen zweistufigen Prozess in Bezug auf die Person. Darauf komme ich noch zurück. Stufe 1. Die Anbieter sind verpflichtet, so ein Selbstassessment vorzunehmen. Sie müssen in ihrem eigenen Dienst eine Analyse vornehmen und schauen, gab es in der Vergangenheit Fälle von Kindesmissbrauch? Gibt es eine wirksame Altersüberprüfung? Gibt es Verbote? Gibt es Durchsetzungsmaßnahmen auf Ihren Chatkanälen? Gibt es Meldemöglichkeit? Also wenn ich als Nutzer A merke, hier gibt es Material über Kindesmissbrauch bei Person B, kann ich das melden an diesen Messenger-Anbieter? Was ist das Geschäftsmodell dieses Messenger-Dienstes? Da bin ich eigentlich schon nicht mehr genau sicher. Wieso das Wichtige ist, das Geschäftsmodell, die Wertschöpfung, oder wieso das irgendetwas zu tun hat mit dem Schutz von Kindern. Und, das habe ich jetzt pink unterstrichen, die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu Jugendlichen und zu Kindern. Ich habe es Ihnen gesagt, ich habe zwei Kinder, zwei Teenager, die hängen die ganze, also ihre Kommunikation findet heutzutage im Wesentlichen auf diesen Kanälen statt. Ich glaube, es gibt kein Messenger-Dienst oder Kanal, wo keine Kinder drauf sind und wo es keine Kontaktaufnahmemöglichkeit gibt zu Kindern. So, das ist ein Schritt, der erste Schritt von Stufe 1. Dann gibt es diesen zweiten Schritt. Die Messenger-Anbieter müssen Maßnahmen ergreifen zur Risikominderung. Also sie sagen, ja, da gibt es bei uns ein Risiko. Wir müssen also eingreifen. Das sind beispielsweise Moderationsaufgaben. Dann Altersprüfung ist so schriftlich festgehalten. Das ist also nicht eine Mutmaßung. Das steht so im erläuternden Bericht. Und der Dienst muss technische und operative Maßnahmen zur Durchsetzung ergreifen. Dann kommt die Stufe 2. Hier geht es um die Interaktion jetzt mit dem Staat in einem übergeordneten Sinne. Also der Messenger-Dienst, der Anbieter, muss dann so einen Bericht erstellen über sein Selbstassessment, über die Risikominderungsmaßnahmen und diesen Bericht an die Koordinationsbehörde schicken. Die Koordinationsbehörde, ich habe sie liebevoll abgekürzt als KO-Behörde. Ich habe also ein neues Wort erschaffen.
Diese K.O.-Behörde muss in jedem Staat noch erstellt werden. Das ist eine Behörde, eine staatliche Behörde. Sie muss unabhängig sein von einem Gericht oder auch vom Messenger-Anbieter selbst. Das ist wahrscheinlich so eine neue staatliche Behörde. Also dieser Bericht geht an diese K.O.-Behörde. Und diese K.O.-Behörde kann, wenn sie findet, ja, ein Risiko besteht weiter, kann eine Aufdeckungsverfügung, einen Aufdeckungsantrag verfügen. Wenn diese Behörde der Meinung ist, der Dienst wird dazu genutzt, Kontakt zu Kindern aufzunehmen. Ich muss Ihnen sagen, ich habe schon 1000 Mal Kontakt zu Kindern aufgenommen. Heutzutage ist das gar nicht möglich. Schon nur, wenn man mit dem Spielplatz oder mit dem Mittagstisch oder irgend sowas, das ist halt einfach ein Fakt. Dann kann sie einen Durchführungsplan verordnen gegenüber diesem Messenger-Dienst. Und inklusive die Technologie, die dann angewendet ist, muss dann vorliegen gegenüber der K.O.-Behörde. Dann gibt es eine Meldung an das EU-Zentrum. Zum EU-Zentrum komme ich noch. Das ist ebenfalls eine neue Behörde. Also die K.O.-Behörde meldet dann ans EU-Zentrum, dieser Messenger-Dienst, da hat es irgendwie noch weitergehende Risiken und wir haben einen Aufdeckungsantrag verfügt. Und dann gibt es verschiedene Rechtsbehelfe für den Messenger-Dienst. Der Anbieter kann sich dann wehren, also diese Rechtsbehelfe sind dokumentiert. Was beinhaltet jetzt diese Aufdeckungsanordnung? Eine Pflicht zur Installierung einer Technologie entlang der Kriterien des EU-Zentrums. Also wir wissen jetzt, das EU-Zentrum verfügt Kriterien, wie so eine Technologie funktionieren muss, was sie tun können muss. Das EU-Zentrum, das ist gäbig, stellt die Technologie zur Verfügung, gratis. Diese Technologie muss in der Lage sein, bestätigtes, aber auch dieses potenzielle, neue, wahrscheinliche Material zu erkennen und zu extrahieren. Und wörtlich, also wenn ich so Schrägschrift benutzt habe, dann habe ich das Copy-Paste. Da ist dann kein Interpretationsspielraum drin. Die Aufdeckungsanordnung beinhaltet die regelmäßige und spezifische, detaillierte menschliche Aufsicht und menschliche Überprüfung von Gesprächen, Audiogesprächen, die den Technologien zufolge eine potenzielle Kontaktaufnahme zu Kindern beinhalten. Also Sie spüren jetzt langsam, wie weit das es geht. Aber ich bin noch nicht bei der Problemeinordnung. Das ist erst noch das Copy-Paste. Dann die Meldepflicht, oder? Der Anbieter hat eine Meldepflicht zur Meldung von Hinweisen auf potenziellen Kindesmissbrauch an das EU-Zentrum, steht so Artikel 12, direkt an das EU-Zentrum. Dabei wird der Nutzer, der potenzielles Neues oder potenziell Kontaktanbahnung mit mit Kindern, die Identität wird auch gemeldet. Der Nutzer wird zwar informiert, aber erst, wenn das EU-Zentrum oder das Europol bestätigt hat, dass diese Meldung an den Nutzer die Untersuchung nicht gefährdet. Und dann gibt es Rechtsbehelfe für Nutzer und Anbieter. Aber wenn der Nutzer natürlich noch nicht informiert ist, sehe ich nicht, welche Rechtsbehelfe ihm zur Verfügung stehen könnten. Und dann gibt es auch einen Haftungsausschluss für den Anbieter des Messenger-Dienstes, weil er macht ja das auf behördliche Anordnung, also kann er gegenüber dem Nutzer nicht haftbar gemacht werden. Auf der anderen Seite gibt es abschreckende, so wörtlich genannt, abschreckende Maßnahmen, wenn der Anbieter seiner Pflicht nicht vollumfänglich nachkommt. Jetzt kommen wir noch kurz zu diesem EU-Zentrum. Was ist dieses EU-Zentrum? Eine neue Behörde.
Diese setzt die Kriterien, die sogenannten Indikatoren fest für die Aufdeckung. Also das muss irgendwie so eine Art, ein Kriterienkatalog sein, wie die Technologie, was da aufgedeckt werden muss. Ganz genau spezifiziert ist das nicht, ebenso wenig die Technologie. Also das EU-Zentrum gibt die Technologie nicht vor, stellt aber eine Technologie kostenlos zur Verfügung. Das ist natürlich insofern wesentlich, ich denke jetzt mal, die großen Anbieter, die haben bereits eine Technologie, das wissen wir ja schon, setzen sie sie auch ein, in-house für das interne Housekeeping, aber die kleineren Messenger-Dienste, da kann ich mir schon vorstellen, dass es verlockend sein kann, diese kostenlose Technologie zu beanspruchen, vor allem in anderen Ländern. Das EU-Zentrum hat die Befugnis und vermutlich sogar die Pflicht, personenbezogene Daten über Meldungen zu speichern. Es stellt auch Unterstützung für die Opfer zur Verfügung, Opfer von Kindesmissbrauch, das finde ich ja dann wirklich auch noch sinnvoll. Und dieses EU-Zentrum wird derzeit bereits implementiert. Jetzt, wir haben ja nichts zu verbergen. Wo ist denn das Problem? Ich glaube, diesen Spruch habe ich schon 100.000 Mal gehört. Ja, ich habe ja nichts zu verbergen, die können bei mir vorbeikommen, die werden nichts finden. Wieso ist denn das überhaupt ein Problem? Wieso der Aufschrei? Ja, diese Verordnung ist so vielfältig, problematisch. Ich hatte wirklich Mühe, das irgendwie zu strukturieren. Ich habe mich jetzt für diese Aufstellung entschieden. Wir sprechen erst über staatspolitische und institutionelle Probleme, dann Grundrechte und staatsrechtliche Probleme, dann die Technologie an sich, das Missbrauchspotenzial, dann ein bisschen was über die wirtschaftliche Kommunikation und dann zum Zielkonflikt Kinderschutz. Ich fange jetzt bei den Institutionen an. Mit dieser Chatkontrolle überträgt man ja institutionelle Macht an private Anbieter. Diese Anbieter sind private Player, das sind Unternehmen. Das könnte auch eine Pharma oder irgendein Großverteiler sein. Man überträgt ihnen hoheitliche Aufgaben, die normalerweise dem Staat vorbehalten ist. Namentlich die private Durchsuchung. Also was nicht möglich wäre, ist, wenn wir glauben, es gibt Kindesmissbrauch in einer Liegenschaft, physischen Kindesmissbrauch, dann wäre es nicht möglich, den Hauswart oder den Liegenschaftenbesitzer damit zu beauftragen, eine Hausdurchsuchung vorzunehmen. In diesem Fall beauftragen wir aber den digitalen Hauswart oder das Transportmittel. Und das sind quasi Strafvollzugsaufgaben. Institutionelle Macht an Private ist insofern problematisch, weil wir als demokratischer Staat haben wir ja die Staatsgewalt, wir haben die Legislative, die macht Gesetze, wir haben die Exekutive, die setzt die Gesetze durch und die Judikative, die Richter entscheiden darüber, ob es wirklich eine Straftat gibt oder ob es überhaupt relevant, rechtlich relevant ist. Und hier gibt es ja einen Entscheid darüber, ob jetzt Material missbräuchlich ist oder potenziell missbräuchlich ist. Und das geht weit über das Housekeeping hinaus, das ja jetzt schon stattfindet durch die Messenger-Dienste, weil es gibt ja eine hoheitliche Meldung, respektive eine hoheitliche Aufgabe. Es ist faktisch eine Durchsuchung wie eine Hausdurchsuchung, aber ohne Durchsuchungsbefehl. Heutzutage ist es nicht möglich für die Polizei, dass sie einfach das Haus durchsuchen. Sie müssen sich erst einen Durchsuchungsbefehl erholen, was auch absolut richtig ist. Das ist ein Gegenstand vom Rechtsstaat. Also wir haben eine generell abstrakte Verfügung ohne generell abstrakte Verordnung ohne individuell konkrete Verfügung für den einzelnen Nutzer, die existiert nicht. Es gibt eine grundsätzliche Durchsuchungspflicht. Und damit zwingt die Verordnung Anbieter von Messenger-Diensten zur Verletzung von Grundrechten. Eine Verletzung von Grundrechten, etwa die Durchsuchung eines Hauses, ist auch möglich durch eine hoheitliche Behörde aufgrund eines Durchsuchungsbefehls. Das ist hier nicht der Fall.
Dann zum Problem der Grundrechte, oder? Wir haben es hier mit einer anlasslosen und dauernden Massenüberwachung zu tun. Die Technologie ist ja die ganze Zeit am Suchen, Tag und Nacht. Sie ist auch nicht zeitlich begrenzt. Wir hatten während der Pandemie auch einen großen Eingriff in unsere Freiheit. Aber von Anfang an war klar, dass die zeitlich begrenzt ist und ein konkretes Ziel hatte, oder sie sollte ja diese Spitze brechen und das Gesundheitssystem schützen. Hier, das Zauberwort eines staatlichen Eingriffs ist Verhältnismäßigkeit. Und hier ist es dauernd, die ganze Zeit, 100% der Menschen in 100% der Zeit werden durchsucht. Ohne Anfangsverdacht. Wir haben nichts zu verbergen, ich weiß es schon. Aber für einen Eingriff braucht es normalerweise einen Anfangsverdacht. Das gibt es nicht. 99% der Menschen haben mit Kindesmissbrauch nicht das Geringste zu tun. Aber sie alle werden ohne Anfangsverdacht durchsucht. Es gibt keinen hoheitlichen Beschluss, habe ich mehrfach gesagt. Und in der Schweiz spezifisch gibt es auch keine gesetzliche Grundlage dafür. Ist eben noch so gäbig mit dieser Verfügung, die nicht übersetzt werden muss in Staatsrecht, die gilt dann automatisch, ob sie eine gesetzliche Grundlage haben oder nicht. Dann führt das natürlich zur Einschränkung des Briefgeheimnisses. In der analogen Welt wäre das nicht möglich. Ich könnte ja auch Bilder, physische Bilder, Fotos oder einen Datenträger mit der Post verschicken. Aber niemand hat das Recht. Der Pöstler hat auch nicht das Recht, all diese Briefe die ganze Zeit zu öffnen und dann zu extrahieren. Auf digitalen Geheimnissen wird das Briefgeheimnis faktisch aufgehoben. Es ist dann auch eine Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit verbunden mit diesem Chilling-Effekt, oder? Wenn ich natürlich weiß, dass ich die ganze Zeit beobachtet werde, die ganze Zeit, dann bin ich nicht mehr frei in meiner Meinungsäußerung, weil ich habe immer dieses Damoklesschwert und das führt potenziell zu einer Selbstzensur. Das ist aus meiner Meinung nach, aber viele andere Meinungen auch, ein Verstoß gegen die Menschenrechtskonvention Artikel 8 und Verstoß gegen die Bundesverfassung Artikel 13. Dann das Problem der Rechtsstaatlichkeit. Oder das kann jedem passieren, mal in einen Verdacht zu kommen, oder einen Tatverdacht. Aber in dieser Chatkontrolle kommt es zu einer faktischen Beweislastumkehr. Das ist so im Text nicht festgehalten, das ist meine Interpretation. Aber wenn Sie so in so eine Schleife kommen, dann müssen Sie sich ja entschuldigen und erklären, wieso das nicht so passiert ist. In einem Rechtsprozess, wo der Staatsanwalt jemanden vor Gericht zieht, dann muss der Staatsanwalt die Schuld beweisen und auch einen Vorsatz beweisen. Das ist ganz wichtig. Beim Grooming kann potenziell jemand, der ein Kind kontaktiert hat, extrahiert werden. Und dann ist es ja an ihm zu erklären, wieso er da wieder raus will. Es gab ja einen Fall, der hatte zwar mit der EU-Chat-Kontrolle nichts zu tun, aber er wurde in den Medien dokumentiert von einem Vater, der hatte ein kleines Kind und dieses Kind hatte einen Ausschlag, das immer schlimmer wurde im Genitalbereich. Hat den Arzt kontaktiert und der Arzt hat gesagt, ja, schicken Sie mir ein Bild davon, dann kann ich das beurteilen, hat das dann gemacht, er ist hängen geblieben. Sechs Jahre später, er musste sich einen Anwalt nehmen, sich wehren, gegenüber den Behörden zeigen, das ist nichts, der Arzt etc. Rechtsstaatlich wurde ihm keine Schuld nachgewiesen. Bis heute hat er seine Daten nicht zurückgekommen und wurde vom Dienst ausgeschlossen. Das ist dann eine private Angelegenheit, kann man ja noch sagen. Ja, ein Messenger-Dienst kann seine Housekeeping-Rules selbst durchsetzen, aber hier haben wir es dann mit dem EU-Zentrum zu tun. Dann der Rechtsweg ist für mich sehr unklar. Er wird zwar angedeutet, aber
aus meiner Sicht, aus der Nutzersicht für mich sehr kompliziert dargelegt. Es gibt keine Transparenz, also diese Kriterien, diese Indikatoren, die können ja nicht offengelegt werden, weil das würde ja den echten Tätern die Möglichkeit geben, diese zu umgeben. Aber auch in Bezug auf die Weitergabe, wann wird es etwas weitergegeben, wann nicht, was passiert mit der Fehlerquote, da gibt es meines Erachtens keine Transparenz im Dokument. Mangelnde Verantwortlichkeit, also es gibt explizit einen Haftungsausschluss für Messenger-Anbieter, aber wenn jemand wirklich aufgrund eines solchen Vorfalls den Job verliert, die Frau wendet sich ab, die Kinder wenden sich ab, also man steht mit nichts mehr da, es gibt dann keine Schadenersatzpflicht von niemandem. Und dann, was völlig fragwürdig ist, das Recht auf Löschung ist nirgends festgehalten. Also ich habe ihn vorher gesehen. Dieses EU-Zentrum hat das Recht, personenbezogene Daten zu speichern, inklusive mit dem Material. Aber wenn sich das als Fehlalarm herausstellt, was passiert dann? Gegenüber wem kann ich dann sagen, ja, ich will meine Daten zurück? Das ist nicht festgehalten. Dann gibt es so eine Anreizasymmetrie, oder der Nutzer ist der Schwächste in dieser Kette. Der hat keinen Schadenersatzanspruch. Also der kann nicht sagen, hey, das war Unrecht. Er hat Rechtswege, aber wenn er einen Schaden davon getragen hat, ja nichts. Der Anbieter, der hat keine Haftungspflicht. Wahrscheinlich zu Recht, oder? Weil er ja etwas macht auf behördliche Anordnung. Aber auf der anderen Seite drohen ihm abschreckende Sanktionen, wenn er die Pflicht nicht erfüllt. Also wenn ich ein Anbieter wäre und müsste entscheiden zwischen abschreckenden Sanktionen und ja, vielleicht einmal mehr eine Meldung machen, aber für die ich dann nicht hafte, dann ist die Anreizsymmetrie einfach nicht mehr gegeben. Halte ich für sehr problematisch. Dann kommen wir zu dieser Technologie. Im Text lobt die EU-Kommission die sehr fortgeschrittene Genauigkeit der Technologie mit 88%. Schon sehr genau. Ja, 88% genau, Treffsicherheit heißt für mich 12% Fehlerquote. Ich habe mal das wirklich sehr, fast ein bisschen zum Spaß mal ausgerechnet, was das heißt. Oder auf dem Internet gibt es sehr viel von diesen scheingenauen Mengengerüste. Aber trotzdem, ich habe da mal zusammengerechnet in einer Minute, da die 200 Millionen E-Mails und die 70 Millionen Messages, das gibt 270 Millionen und das dann auf einen Tag hochgerechnet. Wir sprechen da von 380 Milliardchen Nachrichten, die da durch die Welt gehen. Wenn die Technologie nur 0,1 Promille extrahiert, vielleicht ist es noch viel weniger, okay, dann führt das zu einer Fehlerquote von 4,5 Millionen False Positives am Tag. Sie können das halbieren und dritteln und noch verzehnteln. Das spielt wie gar keine Rolle. Diese Mengengerüchte. Und dann das sind das Meldungen, die ja bei diesem EU-Zentrum landet. Ich weiß nicht, wie viel Angestellte ein EU-Zentrum haben muss, um all diese False Positives irgendwie zu überprüfen. Also der Reality-Check entgleitet mir vollkommen bei dieser Chat-Kontrolle. Und dann haben wir das Problem des EU-Zentrums, oder? Das ist für mich eine sehr mysteriöse Behörde. Ich stelle mir das so vor wie so eine dunkle, kubische Liegenschaft, oder so, fensterlos. Und wenn man daran vorbeiläuft, dann hat man gerade so Hühnerhaut. Die hat extrem große Befugnisse. Über Rechenschaftspflicht oder Aufsichtspflicht habe ich in diesem Verordnungstext nichts gesehen. Also wir haben ja normalerweise parlamentarische Aufsichten, Geschäftsprüfungskommissionen etc. Darüber haben wir nichts gesehen und auch nicht über die Transparenz. Das Missbrauchspotenzial der Technologie, also das ist natürlich schon ein bisschen Mutmaßung, aber wenn das EU-Zentrum die Kriterien, die Indikatoren festlegt und dann auch noch die Technologie ausrollt, dann ist es ja relativ einfach, da ein bisschen ranzuschrauben. Und heute ist es Kindesmissbrauch und morgen ist es
Terrorismus und übermorgen ist es vielleicht Steuerbetrug oder alles legitime Ziele zur Verfolgung, aber das ist dann, die Technologie ist dann schon draußen. Hä? Dann die Verarbeitung von Meldungen an dieses EU-Zentrum. Das ist nicht festgehalten. Was passiert mit diesen Meldungen? Werden sie dann manuell überprüft? Dann, also wir wissen, sie werden gespeichert zusammen mit der Identität des Nutzers. Und dann, was passiert dann damit? Wir wissen es nicht. Die Speicherung von personenbezogenen Daten. Also wie das jetzt mit der DSGVO zu vereinfachen ist, ist mir nicht zu erklären. Und dann die Umsetzung, die Finanzierung, also das ist sehr interessant, oder? Dieses EU-Zentrum wird jetzt bereits aufgebaut, obwohl die gesetzliche Grundlage noch nicht einmal dafür besteht. Das wäre in der Schweiz unmöglich, oder? Wir haben da, nein, also es geht es um Hunderte von Millionen, oder? Und da gibt es keinen Finanzbeschluss darüber. Halte ich für sehr problematisch. Hingegen in diesem Verordnungstext steht schon ganz genau, wie dieses EU-Zentrum personell und physisch beim Europol sein muss, zusammen. Vielleicht nicht im gleichen Gebäude, aber in der gleichen Straße. Es steht sogar, dass die eine Behörde einen Verwaltungsrat schickt in die andere Behörde und übers Kreuz. Also diese Nähe zu Europol. So viel zur Unabhängigkeit. Hä? Gut, dann fragt man sich ein bisschen, wo bleibt der Aufschrei? Das habe ich mir immer so überlegt. Die Wirtschaft haben wir ja noch nicht so an Bord. Aber diese interpersonelle Kommunikationsbeobachtung betrifft natürlich auch den Verkehr in der Wirtschaft. Also Geschäftsgeheimnisse, die man sich auftauscht. Also ich sage nur, man hat natürlich auch geschäftliche Anliegen in einer geopolitischen Situation. Sämtliche Kommunikation wird betroffen sein, auch berufliche. Und jetzt will ich einfach noch zurück zum Why. Wieso machen wir das eigentlich? Wieso will die EU das? Es geht doch eigentlich um Kindesschutz. Es geht um Kindesschutz. Und wir haben da einen flagranten Zielkonflikt. Denn die Kinder, Jugendliche, sind gleichermaßen von dieser Chatkontrolle betroffen wie Erwachsene. Aber damit entzieht man ihnen diesen vertraulichen Kommunikationsraum, auf den sie Anrecht haben, den sie auch benötigen. Natürlich kommunizieren Kinder und Jugendliche auch über Sex. Natürlich. Jugendliche, die entfalten halt ihre Sexualität. Die sollen doch das können. Die Kriminalisierung von Jugendlichen in Deutschland, also das habe ich, diese Zahl habe ich entnommen aus dem Internet. Ich gehe mal davon aus, dass sie erhärtet ist. 54% der Tatverdächtigen sind Minderjährigen in diesem Kontext. Wahrscheinlich gibt es schon einen Prozentsatz böswilliger, das kann natürlich sein, oder sexuelle Erpressung, Mobbing etc. Aber an und für sich ist jetzt das der Austausch von persönlichem sexuellem Material nichts Illegales, in meiner Sicht. Vielleicht bin ich da einfach ein bisschen zu freiheitlich. Es führt natürlich absolut zu einer Rechtsumkehr. Man hat als individuelle Person das Recht, sich zu schützen. Es ist absurd, wenn man sich zum Ziel macht, weil man sich schützen will als Jugendlicher. Und der Child Rights International Network hat es sehr gut zusammengefasst. Auch hier ein QR-Code für den Fall, dass Sie das nachlesen wollen, ist ein 100-seitiger Bericht. Man sollte nicht die Privacy und den Kindesschutz gegeneinander ausspielen. Kinder haben ein Anrecht auf beides. So. Dann, das ist ein persönlicher Gedanke. Ich habe darauf keine Antwort, aber ich habe mir schon gedacht, dass mit dieser Generative AI und wie jetzt diese Programme eine schöpferische Kraft erlangen, besteht in meiner Vorstellung kein Zweifel daran, dass diese AI bald schon in der Lage sein wird, selbst pornografisches Material zu erstellen. Und was ist, wenn gar kein Kind wirklich zum Opfer wurde, sondern das nur synthetische Bilder sind? Was passiert damit? Da gibt es dann wie keinen Schaden. Gibt es dann überhaupt einen Tatbestand?
Das ist einfach eine Frage, die nirgends diskutiert wurde, aber die ich schon der Meinung bin, ja, das ist eigentlich schon diskussionswürdig. Was sagt die Datenschutzbehörde dazu? Es gibt zwei so Datenschutzbehörden, die haben so ein Joint Statement gemacht. Auch da, wenn Sie das interessiert, können Sie das gerne nachlesen. Die halten das für ausgesprochen problematisch in Bezug natürlich auf die Verhältnismäßigkeit, das Grooming. Also es ist wirklich und auch viel zu viel Raum für Missbrauchspotenzial. Wo steht die Schweiz? Ich habe nur noch zwei Slides. Die Schweiz hat so eine Art Radardokument, das wird vom BAKOM bewirtschaftet, datiert vom Jahr 2021, ist öffentlich einsehbar. Und das BAKOM screent so ein bisschen die europäische Regulierungslage, damit sie weiß, was auf sie zukommt. Da ist alles drin, DSA, DMA, AI-Regulierung, Data Act etc. Zur Chatkontrolle habe ich nichts dazu gefunden. Ist einfach nicht auf dem Radar. Noch interessant, also habe ich letzten Juni eine Interpellation eingereicht und den Bundesrat um eine Einschätzung gebeten. Was hält denn der Bundesrat von dieser EU-Chat-Kontrolle? Und er hat da bestätigt, ja, die vorgeschlagene präventive, allgemeine und unterschiedslose Durchsuchung von privaten Kommunikation sei nicht mit unserem Rechtsverständnis und mit unseren Rechtsgrundlagen vereinbart. Okay, das war ja ein guter Anfang letzten Juni. Voller Zuversicht habe ich dann noch eine Motion eingereicht und gesagt, ja Bundesrat, gut, dann verteidige unsere Rechte, engagiere dich gegenüber der EU-Kommission und lege das dar. Und dann war die Antwort, ja, eine Massenüberwachung ist gar nicht vorgesehen. Also das ist eine komplette Verwirrung, wirklich. Aufgrund dessen habe ich jetzt erwirkt, dass wir in der Rechtskommission des Nationalrats den eidgenössischen Datenschutzbeauftragten zur Anhörung einladen. Der EDÖB ist eine unabhängige Behörde. Wir können als Parlamentarier nicht direkt Vorstöße oder Interpellationen an ihn adressieren. Wir haben aber das Recht, ihn einzuladen in die Rechtskommission. Meine Kolleginnen und Kollegen von der Rechtskommission sind mir einstimmig gefolgt und in den nächsten Monaten können wir dann den EDÖB anhören. Also jetzt noch zu mein letzter Slide, eine Zusammenfassung zur Lage der Nation. Im erläuternden Bericht der EU-Kommission selbst, in diesen 150 Seiten, steht wörtlich, dass es bei diesem Vorhaben um automatisches Durchsuchen der Texte in der interpersonellen Kommunikation geht und dass dies eigentlich äußerst problematisch ist, sagt die EU-Kommission von sich selbst. Die europäischen Datenschutzbehörden sagen, es ist ein Access on a generalized basis to the content of communication. Insbesondere auf das Scanning of the audio communication. Der deutsche Datenschutzbeauftragte sagt, das ist der Einstieg in eine anlasslose und flächendeckende Überwachung. Und die Schweiz, Massenüberwachung ist nicht vorgesehen. Mit den besten Grüßen von unserem Bundesrat. Ich bin am Schluss meiner Ausführung. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und vor allem auch für Ihre Unterstützung in meinem Kampf gegen diese absolut übergriffige und unverhältnismäßige Chatkontrolle. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Judith Belesch, für diese fantastische Einordnung zu der Chatkontrolle und was uns da noch erwarten wird.